Ich glaube, ich habe auch ein paar gute Fotos von ihm. Aber ich muss sie mir erst mal zu Hause ansehen. Klasse. Gib durch, was du rausfindest. Was Pater Simon wohl für ein Thema für sie ist. Also der Priester meint, La Maledictio sei böse. George, der spinnt doch bloß. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber irgendwas Komisches läuft da. Ich habe die Adresse von der Sicherheitsfirma, die Henri beauftragt hat. Es war nicht die, die ich empfohlen hatte. Viel Glück bei deinen Ermittlungen. Tja, ich muss los. Die Story schreibt sich nicht von selbst. Und George? Ja? Schön, dich wiederzusehen. Ich find's auch klasse, Nico. Ach, die lieben sich doch und trotzdem hat's nie was. Ich sah ihr hinterher. Der Verkehr rauschte, die Sonne schien. Es gab ein Verbrechen aufzuklären. Und Nico war wieder da. Eieiei, hier gibt's einiges zu tun. Was haben wir denn hier? Das scheint Nico zu sein. Henrys Wohnung. Vera Security. Wir können ja mal zu Vera Security rübergehen. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. Gut, was gibt's hier zu sehen? Nicht viel. Eine Neon-Reklame, schau ich mal genauer an. Bitte bleiben Sie von der Reklame weg. Sie machen es nur noch schlimmer. Okay. Vera Security. Hier würde ich ein paar Antworten finden. Hoffentlich. Ja. Ein Kiosk. Viel Krumpel. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Musik. Nix dabei für dich, George. Hallo, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche die Firma Vera Security. So genau gegenüber. Aber natürlich, das ist der Laden gleich hinter Ihnen. Vielen Dank. Ich heiße übrigens George. Nennen Sie mich einfach Bassam. Und bitte verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Riechen Sie mal hier dran. Hui, das ist noch das echte Zeug. Ja, Mann. Können Sie einen Nagelknipser gebrauchen? Nein. Schlimme Migräne, was? Fürchterlich. Das Gesumme und Geblitze von der alten Neonreklame macht mich wahnsinnig. Ich dachte, die Neonreklame hätte ein gewisses Potenzial, aber dann ging sie kaputt. Ist das Ihre? Nein, die ist noch vom Vorbesitzer. Das hier war mal ein Restaurant. Aber das Ding ist schrecklich. Es verhindert meinen wirtschaftlichen Aufstieg und macht mir tierische Kopfschmerzen. Okay, dann reparieren wir das doch irgendwie, wenn das irgendwie geht, oder? Was ist überhaupt damit? Soll ich mal versuchen, die Neonreklame für Sie zu reparieren? Wissen Sie denn, wie das geht? Ich kann alles Mögliche reparieren, da bin ich gut drin. Mit Sicherheit. Dann versuchen Sie es bitte. Ich habe kein Händchen für Elektrokram. Marktanalysen und Trendvorhersagen sind eher mein Ding. Auftragsabschlussbestätigung von Vera Security. Bassam hatte mir schon gesagt, wo ich Vera Security finden konnte. Ah, okay. Also ich kann jetzt mit Bassam reden, wenn ich Bock habe. Aber gehen wir erstmal zu dieser Neon-Reklame. Irgendwas kann man mit Sicherheit mitmachen. Ich schaute mir die Neon-Reklame gut an. Die Kabel lagen frei und die Abdeckung war kaputt. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Es... Ah, es... Salade... Salade...
Alert. 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 Alandinde. Salate. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da stehen soll. Was kann ich überhaupt damit machen? Hier ist ein loser Kabel. Ich riss das Kabel ganz heraus. Naja, auch eine Art dafür zu sorgen, dass die Buchstaben nicht mehr flackerten. Jetzt leuchtete nur noch die Hälfte der Reklame. Ja, Edinde. Was auch das heißen soll. Aha. Kann man die tauschen? Nee. Auch nicht. Kann man noch machen? Ah. Da fehlt aber einer. Okay. Oh, woher soll ich denn? Was steht denn hier denn noch? Warte mal, was hat er denn? Was? Ich weiß absolut nicht, was ich machen soll mit der Reklame. Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber die Reklame sieht immer noch ziemlich übel aus, was? Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Gott. Ich beschloss, das Kabel mitzunehmen. Wenn Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, wäre er noch unzufriedener damit gewesen. Ich könnte mir Ihre Reklame ja mal ansehen. Vielleicht fällt mir was ein. Sie sind ein hilfreicher Geist. Wie aus einer Wunderlampe. Wunderlampe? Erzählen Sie mir was über Ihre Geschäftsidee. Dieser Laden wird mir mein Studium finanzieren. Und ich sammle zugleich praktische Erfahrungen. Aber dieses unsinnige Schild arbeitet gegen mich. Es sollte den Namen meines Ladens hinausschreien. Ich brauche etwas Neues, aber Vertrautes. Strahlend und auffällig, aber zugleich subtil und symbolisch. Boah, ey, was meint er denn? Aber ferne Länder. Und... Was hat er denn so? Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Musik. Aha. Ey, ich muss auch mit dir reden, Alter. Zumindest summt die Neon-Reklame nicht mehr. Stimmt, und das weiß ich auch zu würdigen, aber jetzt ergeben die Buchstaben keinen Sinn mehr. Und das steht in jedem Lehrbuch. Ein Markenzeichen ist das A und O. Wenn es nur etwas Exotik hätte, einen Hauch arabischer Nächte, dann würden meine Geschäfte laufen wie geschmiert. Arabische Nächte. Arabische Nächte. Tausend und einer Nacht. Boah, das Ziel ist es, die Buchstaben so zu ordnen, dass ein Wort entsteht, welches zu Bassam Didymus passt. Die Buchstaben, die neues Wort ergeben, müssen beleuchtet sein. Und dazu in den 7 Stellen rechts von dem Zeichen platziert werden. Nimm dazu einen Buchstaben auf, benutze ihn und verschiebe es an die leere Position. Dann kannst du die Buchstaben durch erneutes Benutzen an diese leere Stellen verschieben. Okay. Offenbar konnte man die Buchstaben umstecken. Schade, dass ich nicht die passenden Buchstaben für Bassams Namen hatte. Ich musste mir wohl etwas überlegen. Ach du Scheiße. Saladedinde. 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 Ferner Ost, Alter Destin. Die müssen leuchten, oder was? Ach je. Yeah. Eldinde.
Scheiße. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ihr wisst es mit aber bestimmt. Salat. Nee, was hat er denn? Scheiße. Ich hab keinen blassen Schimmer, ne? Zumindest summt die Neonreklame nicht mehr. Wie ich schon sagte. Stimmt, und das weiß ich auch zu würdigen, aber jetzt ergeben die Buchstaben keinen Sinn mehr. Und das steht in jedem Lehrbuch. Ein Markenzeichen ist das A und O. Wenn es nur etwas Exotik hätte, einen Hauch arabischer Nächte, dann würden meine Geschäfte laufen wie geschmiert. Arabische Nächte. Arabische Nächte. Saladin. Aladin! Saladin, Aladin! Aradin? Aladin, genau. Alter. Oder? Ey, nee, das wäre ja arabisch. Das ist doch kein arabischer Name, oder? Aladin. Aber versuchen wir es ja wert, ne? Aldi. Aldi. Also Aldi geht schon mal gar nicht. Aldi. Kann man auch Dings machen hier wie Edeka. Ja, ein K fehlt. Oder Rewe? Ne, gibt's auch nicht. Alter. Nee, so meinte ich das nicht. Aladine, vielleicht wird das so geschrieben. Nee, das Aladine wird dann heute auch nicht. Oder ohne E? Warte. Ah, wahrscheinlich muss ich alle Buchstaben leuchten. Wie wird denn Aladin? Ala mit AA vielleicht. Hab ich doch. AA. Vielleicht. Ich weiß nicht mehr, wie Aladin. Tut mir leid, YouTuber, wenn ihr das seht, lacht mich bitte nicht aus. Ich weiß gerade nicht, wie Aladin geschrieben wird. Wien auch nicht. Ah, das könnte sein. Aha, das schien ein guter Name zu sein. Aladin. Hallo, Bassam. Wie wäre es hiermit? Ich weiß, Sie heißen nicht so, aber... Aladin. Wie cool. Ein toller Name für meinen Laden. Passt zu allen Alleinstellungsmerkmalen. Schön, dass er Ihnen gefällt. Sie sind ein Genie, George. Was für Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie einfach Bescheid. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich bin auch nur zufällig jetzt drauf gestoßen, ey. Jetzt habe ich gerade einfach nur eine Glückssträhne. Ich ließ sie lieber so, wie es war. Bassam schien damit zufrieden zu sein. Ah, Monsieur Stobart, was kann ich für Sie tun? Na, gucken wir mal. Was verkaufen Sie denn so? Na, endlich fragen Sie danach. Ich verkaufe all das, was Sie sonst nirgends in Paris bekommen. Zum Beispiel? Englische Biskuits, türkischen Honig, französische Audiokassetten, brasilianische Betamax-Videos. Ach, super. Kein Gerümpel, was ich mir oder mir überhaupt interessiert. Der Laden geht pleite. Ihr neues Schild gefällt mir wirklich. Es ist herrlich. Ich schulde Ihnen was. Jo. Und was? Wie finden Sie das? Ich bin sprachlos vor Begeisterung, George. Dank Ihrer Hilfe kann ich jetzt mein Retro-Angebot an Glückwunschkarten mit Musik, Haarbürsten und Souvenirs verkaufen. Und Sie wissen ja, was man sagt.